Ja, ich glaube auch, Sasa, ich glaube auch. Ein Key bekommen. Was hat der Biss so AIDS? Jo. Genau beschrieben. Ja, irgendwas ist da noch in meinem Kopf. Also, ich weiß natürlich nicht ansatzweise, wo, wie, was mit dem Wassermann gemacht haben muss und welche Reihenfolge, aber ja, sogar nach über 20... Oh, du Drecksack, du. Über 20 Jahren weiß ich das irgendwie noch. Am besten Zwischenboss. Weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Drache hier aussieht, wie wir ihn besiegen müssen oder so. Letztes, ich grüße dich, danke für den Support. Hey, sieht das hier nicht aus wie das Symbol am Zeitportal? Ja, klar. Und langsam glaube ich auch, dass ich doch hier spielen muss. Was denn Zelda Lieblings-Background-Track? Es ist Zeldas Lullaby. Rechts da unten. Danke. Voll die gute Hilfe. Dankeschön, Senseless. Ah, lol, schade. Okay. Gott sei Dank nochmal ausprobiert. Ich dachte halt eben, ich komme halt oben irgendwo raus, mach die Tür auf, komme nicht weiter und dann muss ich es halt machen, aber dass das gerade immer so gezeigt wird. Und ich habe es einfach nur gesehen, weil ich einfach nur den gleichen Weg zurückgegangen bin. A Link to the Past Vibes, aber sowas von... Warte mal, können wir den Wurm eigentlich besiegen? Boah. Wo bleibt Aladdin? Sind wir durch? Können wir weitermachen? Muss der Bomben essen? Boah, ich weiß es nicht mehr. 3 Ursulas brauchen wir noch. Dann können wir wieder einlösen gehen. Warum kommt der Sound? Ich weiß nicht, warum der Sound kommt. Oh, Senseless, kann ich dir nicht sagen. So, eine goldene Ursula. Sehr gut. Das kann ich dir leider. Ich würde dir gerne helfen. Na klar, ist die 1 cm zu hoch. Tja, hätten wir eine Karte oder Kompass? Ist geregelt? Sehr gut. Freut mich. So, vielleicht habe ich es jetzt mal zu... Hier kommt auch einer. Kein Problem. Und irgendeiner hat uns eben auch nach oben geschossen. Da müssen wir auch nochmal drauf, wo wir hinkommen. Bisschen Schaden bekommen bei dir. Ist das richtig? Ich weiß es aber noch nicht. Fühlt sich zu wenig an. Oh. Okay, warum ist hier ein Loch? Ach du Heilige. Okay. Ich habe das Gefühl... Nee, wir mussten ja hier... Kann ich hier dran? Wir mussten ja einen Schlüssel nehmen. Bringt das was? Ich dachte gerade, das wäre ein Rückweg gewesen. Okay. Gut. Jetzt mal kurz entspannen hier. Was mache ich hier eigentlich schon wieder? So ein bisschen Pfeile sparen. Jetzt brauchen wir. Da hinten sind die auch noch. Muss ich irgendwie da die Steine bewegen?
Ich habe das Gefühl, mir fehlt der Hammer. Oh Gott. Ah, okay. Der fehlt dir nicht, okay. Dann gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Den können wir jetzt bewegen. Oh, sehr gut, okay. Dann können wir bestimmt da gleich drauf und dann werden wir hochgeschossen und können wir oben irgendwo weitermachen. Ich dachte, ich hätte irgendwas kaputt machen müssen, dass die Steine runterfallen. Abfahrt. Oh Gott, wie weit noch? Kamera? Oh, Gott sei Dank. Ciao. Das ist echt ein guter Aufzug. Gott sei Dank hatten wir zwei Schlüssel. Okay. Wie kriege ich die kaputt? Oh, du hattest kurz geleckt. Da würde ich mal kurz speichern. Sicher, sicher. Nicht, dass mir gleich hier die Software. Morgen bin ich nicht offline. Also allerspätestens am Montag wieder. Allerspätestens. Aber ganz vielleicht am Sonntag. Aber dann auch abends. Du will abhauen. Morgen bin ich offline. So, morgen bin ich nicht online. Morgen bin ich offline. So. Okay. Geht das damit? Geht. Mit einem Timer. Muss mal kurz gucken. Ach lol, da oben. Okay. Morgen leider nicht, nein. Da komme ich nicht so dran. Ist es wegen dem Winkel? Okay, geht allgemein nicht. Dann muss ich dann noch den Stein runterbekommen. Muss ich jetzt verabschieden. Morgen ist die Frühschule. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dass du da warst. Viel Erfolg in der Schule. Und vielleicht bis Montag. Nee, also morgen kein Stream, nein. Morgen leider, nein. Leider gar nicht. Spätestens Montag, vielleicht Sonntag. Würde ich aber euch noch Bescheid sagen. Okay. Ja, gut. Wie kriege ich denn... Kann ich da rüberspringen? Lol. Lol. Ich hatte ja schon am Anfang der Woche auch geschrieben, dass ich Dienstag bis Donnerstag online bin, von daher. Hab zum Glück morgen frei, Jackpot. Weil bei uns die Oberschule Abitur geschrieben hat, ja, ausnutzen, geil. Geil. Schön auspennen. Hoffentlich auch nicht viel vor, aber das will man mehr. Also, was haben wir denn noch hier? Entweder schmeiße ich eine Bombe dahin. Muss ich eine Bombe schmeißen? Geht das mit der Bombe? Ich weiß es gar nicht. Oh, es hat geklappt. Ich dachte, die bleibt oben liegen. Es klappt. Geil. Schick dir Max mal bitte eine Umarmung. Ich glaube, der braucht das. Gleich kommt Wall of Text. Oh oh. Alarm! Dankeschön, Hani. Bitte mehr Umarmung an Max.
Wow. Oh, ich dachte schon. Heute ist Gegenteiltag. Wenn Max sagt dir danke, ihr wisst, was zu tun ist. Ja, so ein Ding, ne? Hier so ein... Ist ja kein Labyrinth, ne? Aber so... Uah! Da ist eine. Ist genau das Richtige für mich hier. Ich werde die wieder zurückfinden. Was sind wir denn hier? Bin frei! Eine Bombe schmeißen, sage ich auch mal, wenn ich ein halbes Reh aus dem Rücken... Udo, wie geht's dir? Bist du wieder gesund? Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich mal einmal nicht so einen angesprochen und ich glaube, dann sind die nicht weg und dann kam ich nicht weiter. So, bist frei, du hast mich gerettet. Jetzt kommt der Funfact des Tages von ihm. Schön Liebe an Max geben, sehr gut. Hast du Feuer gefangen, so schwing dein Schwert. Sagt der Udo auch immer. Und rolle dich über den Boden, so löcht es schneller. Wenn ich brenne, schwinge ich immer mein Schwert. Ein Key und ein Key. Da, 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 da. So. Schlüssel haben wir am Angebot. Was ist denn mit ihm los? Der Stein einfach stehen. Können wir hier einsetzen? Wir gucken uns mal weiter um. Da hat's auch noch Physio ab morgen. Alter, finde, warum brauchst du jetzt Physio? Ist immer noch krank geschrieben, das ist absolut wild. So, ah, so kommen wir da hin. Sehr gut. Ja, ciao. Fun Fact des Tages ist, in diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Schön Mimic Doors. Bist du das Relikt der Grund, kannst du sie zerschmettern. Irgendwas eingeklemmt, das lässt so eine üble Schmerzen aus dem Schmerzmittel. Hast du dir was im Rücken verklemmt oder wo? Key Nummer 2. So, Forza ist runtergeladen. Wir müssen auch nach oben das. Ach du Heilige. Da ist auch ein Riss. In der Bude. Halswirbelsäule in der Klasse. Okay. Oben ist ein Auge. Bruder, mach kein Auge. Wir gehen aber erstmal so hier rein. Ja. Geduldsspiel. Haben wir. Bossfight? Bossfight. Mini-Bossfight. Ah, da kommen die Drecksäcke aus dem Boden. Kannst du dir nicht ausdenken. Wir haben Full AP, brauchen wir also nicht. Kein Bossfight. Und da kommen wir nicht rein. Also wirklich mal so Karte, Kompass wäre schon... Jetzt sind wir hier. Hausarztritte sind grob ein. Ja gut, ne? Was soll er sonst machen? Lol, die Wand läuft da lang. Hä? Ist das eben auch passiert? Wann war. Hallo Jackie! Ah. Immer, Honey, immer.
zu geil, was wieder passiert. Oh Gott, oh Gott. Ich habe eine mega... Oh Gott, oh Gott. Ich habe eine mega Kollegin. Also echt, als Kollegin hätte ich nur jemand anderes besser vorstellen können. Sie hat genau einen Weg wie ich. Wir beide verstehen uns einfach so gut. Was Zwillinge, sie ist tatsächlich auch immer quer. Also für alle, die nicht... Und wir können uns so offen über das Thema reden, zu dem, dass wir beide irgendwas ADS oder ähnliches im Moment haben. Ja, ich habe mega Kollegen. Okay, das ist nochmal der gleiche Text. Der Symptome durchgehen können. Das ist einfach lustig. Mit ihr arbeiten echt Spaß. Sie versteht mich einfach echt gut und einfach out of nowhere. Ist auch mega verständnisvoll und wir schauen uns aber ab. Ja, freut mich, Honey. Was willst du mehr? Was willst du mehr, Honey? Ist doch super. Das ist doch super. Okay, also ich weiß nicht, was. Vielleicht können wir irgendwas in dem Raum hier machen, so, Fortsatz runtergeladen. Aber ich würde erstmal da hinten auf den Schalter gehen. Navi, ja. Hoffe, ich kann unter uns Stimmen von Geronen hören. Ach, müssen wir freispringen? Ich dachte, ich brauche den Hammer. Ah, okay, da können wir wieder hochklettern. Ich dachte, das wäre nicht tief. Ja, gezählt hat nicht so super. Wenn wir denn mehr? Einfach mal Glück haben. Die Qualen haben wir endlich mit frei. Ja, das wissen wir. Hab Dank. Jetzt kommt wieder der Fun Fact des Tages. Kleinen Monat wieder für Support. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Fallen sind sie immun. Wie lange machst du? Auf jeden Fall noch eine Stunde. Du bist nun wieder circa. Finde das Relikt der Geronen. Ja, wir brauchen also wirklich den Hammer. Wie alt ist sie denn, Honey? Hier unten, ja. Du bist ja jetzt nicht runtergefallen, oder? 37. Eieiei. Montag-Endboss. ich würde sagen, Montagabend, so kurz vor Ende, fangen wir mit Majora's Mask an. Das dürfte kein Problem sein. 30. Ach, von dem Tempel meine ich. Ich kann es nicht einschätzen, wie lange wir noch brauchen. Kann es absolut nicht einschätzen. Aber ich... Wird, glaube ich, eng heute. Aber ich gebe mein Bestes. Erstmal weg. Vielleicht komme ich später nochmal. Bis dann. Henbo, danke, dass du da warst. Viel Spaß wünsche ich dir noch. Und vielleicht bis später. Du bist ein Genie. What? Nice, das hat geklappt. Tja. Sollte kein Hindernis sein, Honey, wenn es passt, ne? Ja, gut, jetzt haben wir hier einen freigelassen und ich weiß nicht, wo der Bree ist. Das ist nicht senseless. Sowas höre ich sonst nie. Bin immer so beleidigt und fertig gemacht. Und runter wie Öl. Okay. Wo könnte der Kollege sein? Warum wird das so gezeigt? Hattest du da einen Enkel gemacht, Mittiger? Das wäre wohl verpasst. Kommt auf YouTube auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall auf YouTube. Falls du da ab und zu schaust, ja, da wäre es auf jeden Fall noch möglich, das nachzuholen. Ich würde sagen, ja, magst du auf jeden Fall. Eng ist immer gut, verstehe ich nicht. Aus dem Terminplan. Alles ist nur eine Zahl, ja. Aber wenn man trotzdem sich einfach nicht wohlfühlt, muss man nicht machen, ne? Das wäre für mich auch schon ein Hindernis. Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Vielen Dank für die Info. Ja, gerne.
Ich höre sie schon wieder. Tja, wollen wir hier runter? Wollen wir hier oben bleiben? Da hinten ist der Kollege. Starkling. Einfach ein Macher. Uah! Da haben wir's. Raus, Max, raus. So, Info des Tages. Findest du auf der Karte einen Ort? Würde ich gerne irgendeinen Ort finden auf der Karte, aber ich habe keine Karte. Wenn du nicht erreichen kannst, versuch es mit der Ocarina. Er war da hinten doch. Danke, Imke. Jetzt wusste... Ja, er war da hinten doch. Er war da hinten doch. Ist so wie eine Aussage. Und, was hörst du so für Musik? Radio. Was ist dein Lieblingsobst? Fruchtsalat. Da hinten. Imke, wo ist er da hinten? Imke, ich brauch dich besser hier. Nichts gegen Fruchtsalat. So war das auch nicht gemeint. Ich will nicht sagen, dass ich mich unfühl fühle, aber genau, ist doch irgendwie komisch, oder nicht? Und eingeschränkt. Ich kann ja gerne meinen Gedankengang mal bei sowas machen. Wir nehmen auch mal die Zahl 17. Und wenn jetzt die Person 17 Jahre älter wäre als ich, dann denke ich nicht jetzt so an gerade, das könnte halt irgendwie passen. Ich denke dann eher so an 60 und 77. Ja. Ich könnte halt nicht damit leben, wenn ich dann irgendwann so einen Partner hätte, der halt viel älter ist als ich und die Chance zu hoch wäre, dass ich sehr lange Zeit alleine wäre. Das wäre nichts für mich. Aber das ist auch kein richtig oder... Da gibt es kein richtiger Falsch, finde ich. Ich finde das schon sehr verwerflich, wenn jemand 55 ist und 18. Das finde ich irgendwie ist komisch. Also, aber auch nur finde ich das komisch, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist. Und ich will aber deswegen auch niemanden halt verurteilen. Ne? Also im Endeffekt, wenn die glücklich sind, wenn man glücklich ist, come on. Why not? Da oben ist halt Navi. Da oben ist Navi. Ich habe keine Ahnung. Das, was Pudding sagt, ist vollkommen richtig. Ich hätte einfach gerne mal eine Kiste. Eine Karte. Ich hätte einfach mal gerne eine Karte. Wo kommen wir jetzt denn hier hin? Da hinten können wir rein. Ey, wir haben jetzt zwei Schlüssel bekommen. Da vorne ist eine Kiste. Gar kein Plan. Da komme ich nicht hin, oder? LOL. Für einen Raum. Wo sind wir jetzt hier? Birgit, Mann, das geht schnell hier. Geht gar nicht schnell. Schau hier herunter. Ist das nicht der Raum, in dem wir da Rudi getroffen haben? Ich bin jetzt da schon in einem Raum, wo ich das runterschlagen kann. Ich habe keine Karte und keinen Kompass. Okay. Mir fehlt auch der Hammer. Ich gehe mal hier rein. Oh. Oh. Gut. Alles klar. Ich merke schon.
Gut. Kamen wir daher? Das ist einfach der Das ist nicht der Durchgang. Oh, come on, bitte. Eine Karte. Karte oder Kompass. Hauptsache Italien. Irgendwas. Irgendwas. 10 Bomben. Bringt mir der Kompass. Okay. Ich habe zuerst den Kompass gefunden. Ah, okay. Immerhin wird es eingezeichnet. Boah. Das, was Pudding schreibt, kann nicht unterschreiben. Können wir hier durch? Dürfen wir hier durch? Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Wir schauen erstmal oben weiter rum. Das ist eine Scam-Truhe, Tür. Tja, so nicht. So nicht mit mir. Komm hier weiter. Alter. Nö. Ja. 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 Oh. Du Spiel, ey. Das Spiel ist so geil. Alter. Wahnsinn. Alter, das passiert schon wieder. Ach, hör auf, also wirklich. Ich will nur den Bums hier dran. Okay, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Alter, haben wir nicht, ey. Boah. Wahnsinn. Kann das alles nicht mehr. Und Mark hat den Radius nicht verstanden. Ja, Scam. Sehr gut. Boah, weiß ich eigentlich, ob ich alle befreit habe oder nicht? Also, eigentlich nur durch den Kompass, ne? Okay. Ihr seid frech. Uah. Wo war denn der Schalter? Ich hab mir gerade doch. Wo ist der Schalter hin? Ah, da. Ich bin doch nur mit einem kleinen Ziel angekommen. Okay, also müssen wir ausruhen. Wop. Bitte kein Kappa jetzt, Max, danke. Ah, das war so klar. The boys on fire, true. Ich bin nur am Brennen hier die ganze Zeit. Ich bin froh, dass wir nicht viel Schaden bekommen. Was? Wenn hier alles zu ist. Oh Mann. Da haben wir's. Ich brenne für dich, ich brenne für dich, ja. Ah! Okay, jetzt versteh's. Die Feuerwand war weg, alles klar. Ich hab gerade nur auf die Tür geschaut. Super. Chio, Chio, Chio Chips. So, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Danke. Oh no. Oh. Hinter der Tür ist eine echte Tür. Mann, Mann, Mann.
Was soll ich tun? Okay. Er hat jetzt gerade Schaden von der Bombe bekommen, aber... Ihr kleiner Mann. Das springt ja wieder rein. Aber ist es mit der Bombe notwendig? Okay. Wieder einmal rum hier. Oh, no way. Aber ich kriege einen Enterhaken da raus. Das ist schon mal gut. Oh Gott, was passiert hier? Oh Mann. Ich stelle mich nicht so clever an. So, noch einmal. Sieht man auch nicht immer alles, diese Kamera! Warum habe ich mich gerade gedreht beim Schlagen? Ich habe keine Ahnung. Warum wechselt er immer die Farben? Was hat er vor? Da haben wir's. Mach Trolle, ich grüße dich, wie geht's hier? Liegt sicher am Rand, das ist absolut frech. Ihr seid frech. Die haben sind immer schick, die das Ding gemacht haben. Achso, das ist das einzige, ja, das stimmt. Ach so, die Kameraführung. Ihr seid nicht neu. Was ist denn hier schon wieder? Was ist denn hier schon wieder? Ja, mach toll, über dir geht's noch. Hier glaube ich. So, einmal hier an den Rand. Wie soll man denn mit dem Rand auch zocken? Das ist eine gute Frage. Kamera und Rand, schlimm. Kennst du die, wie ich noch von Zelda-TFT kam? Eli. Ich müsste lügen. Es tut mir leid. Nicht böse sein. Aber schön, dass du wieder reinschaust. Ist das hier? Okay, als ob da was drauf müsste. Da ist nur so ein Schnüff reingegangen. Ist das jetzt schon wieder? Klar. Ah, ja, macht mal euren Timer da. Soll das wirklich so gehen? Tut mir leid, Edi. Ist auch schon ein Schnuff her. Wie soll ich denn das jetzt machen?
Muss man dann im inneren Kreis da langlaufen?